Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Jetzt hat uns das Schnitzel verlassen und wir sind hier auf dieser Pilzinsel gespawnt, auf dem lila Pilzkühe mit roten Pilzen auf ihrem Rücken herumlaufen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Gesundheitsschaden ist oder ob das normal für Pilzkühe ist. Das Problem Nummer 2 ist jetzt, dass wir zurück nach außen müssen. Wir müssen jetzt also einen ziemlich langen Weg zurück nach Hause. Ich überlege mir hier gerade schon mal, was ich mitnehme, weil oh Gott, was mit meinem Invent? Das ist ja furchtbar unordentlich. Hähnchenschenkel brauche ich eigentlich nicht. Also eine Hähnchenschenkel brauche ich, das kann das Rahmenschütze das nächste Mal mitnehmen einfach. Wenn er dann wieder hier spawnt und sich ärgert. Die Steinaxt tausche ich mal gegen die Eisenachse aus. Ich würde eigentlich noch super gerne in ein Dorf. Ich habe so das Gefühl, dass ich, wenn ich dort handle, irgendwie lieber wertvolle Sachen mitnehmen sollte als Müll. Jetzt überlege ich nur, was davon Müll ist und was nicht. Ja, die Gartenhake könnte man zum Müll zählen. Bemooster Stein ist besser als Erde. Das ist durchaus möglich. Leitern sind auch nicht so toll wie bemooste Steine. Ich würde schon gerne jetzt mein Inventar mal ein bisschen ordentlicher sehen. Ich könnte das Eisen hier in der Zwischenzeit mal verschmeißen im Ofen. Das ist doch ein Plan. Wir haben jetzt hier noch ohne Ende Fackeln. Ich sortiere mal so lange mein Inventar ein bisschen durch. Tun wir mal den Schrott nebeneinander legen und hier die schönen Steine nebeneinander packen. All das Essen könnte sich dort unten auch nebeneinander tummeln. Das sieht doch schon danach aus, als hätte ich irgendwie eine Art Plan. Ja, das ist noch ein Stein. Das gehört theoretisch... Hier, das ist Essen, das behalte ich mal. War doch ja auch noch ein Hähnchenschenkel. Ich hab da hier ein rotes Hähnchenschenkel gesehen. Ich hab's so genau gesehen. Gut, das sind viele Steine. Dann machen wir das jetzt mal hier so. Hähnchenschenkel verhaue ich da gleich noch ein. Dann gucke ich mal, was ich wegschmeiße, was ich nicht mitnehme. Und ich alles mitnehme. Ich war eigentlich blöd. Ping, Level 37. Ich war eigentlich blöd. Mein Weg rückwärts mit Fackeln setzen ist auch nicht so... es ist auch noch dunkel. Ist auch nicht so der ultimative Weg. So, übrigens, ne, sollte ich hier sterben, ne, komme ich in dem Bett hier raus. Und kann nie wieder nach Hause. Also nicht sterben, versuchen wir das zumindest. Ne, ich habe ja meine super tolle Goldrüstung, die bald kaputt ist, an. Super. Oh, das ist aber eine schöne Aussicht hier so durch den... Moment. Foto. Hör auf, so komische Geräusche zu machen, Kuh. Ja, renn doch mal schneller. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, also die Kekse, die können hier bleiben. So viele Kekse brauche ich auch nicht. Ich glaube, ich lasse den Fisch auch hier. Der ist zwar schön gebraten, aber ich glaube, ich lasse den hier. Ich könnte aus den Goldbarren natürlich Nuggets machen. Das verschwendet noch mehr Platz. Dann mache ich aus dem einen Apfel, den ich noch habe, noch einen Goldapfel. Das ist doch mal was. Dann habe ich wenigstens nur die Hälfte von dem Gold für Schrott verschwendet. So, jetzt gucken wir mal, ob wir daraus vielleicht eine gerade Anzahl Goldbarren machen können. Gucken wir doch mal. Sieht nicht danach aus, aber ich lasse mich mal überraschen. Guckt mal, da bleiben 3 übrig. Das ist ja super. Das habe ich genauso geplant. Ja gut, also ich habe ein schal angedengeltes Steinschwert. Ich nehme mal das Eisenschwert lieber mit. Ich mal mein neues, komm. Meine Spitzhacke. Das Rahmschnitzel wird es mir doch verzeihen, dass ich hier den Kram so ein bisschen wegsortiere, nicht wahr? Meine Güte, ist mein Inventar voll. So. Holz habe ich natürlich jetzt eigentlich nicht mehr, mehr Stöcke. Zum 8. haben wir doch einen Stock, mehr brauche ich gar nicht. Einen Stock nach unten und dann hier oben noch 2 normale. Schon habe ich mein Schwertchen. Das ist doch wundervoll. Jetzt warten wir nur noch hier, bis das endlich fertig ist. Hallo, Kuh! Miau! Habe ich gerade irgendwas klackern gehört? Spawn Monster auf diesem Zeug? Spawn noch auf diesem Zeug Monster? Ehrlich? Ach, ich gehe mal schlafen. Hey, hey, ich will schlafen. Oh, ich war ja gar nicht mein Bett. Oh, ich durch. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, lieber Morgen, hallo, wir sind auch schon da. Sind bereit, mit dir zu wandern, Hand in Hand. Guten Morgen, liebe Sorgen, ihr wacht ja auch immer mit auf. Och, jetzt brenn noch mal schneller, löst, sonst sag ich's dem Günther.
Der kommt dann sicherlich, der entwurzelt sich dann so spontan, ne? Jetzt wollte ich hier noch so ein paar Pilze mitnehmen, bis ich so ein ganzes Deck zusammen habe. Was ist das für ein Erdstift? Ich will es gar nicht wissen. Ey! Lecker. Hähnchenschenkel mit Sporen. Naja, dann hat das wenigstens Pilzaroma. Wenn man in Minecraft schon keinen Mushroom-Stew mit Hähnchenschenkel, Eintopf, Dings, Hähnchen, grüner Frikassee. Ihr wisst, was ich meine. Machen kann dann, wie ich wenigstens hier. So, komm. Ich kann leider diesen Myzel nicht mitnehmen, weil ich habe ja keinen Samthandschuh. Dingenskirchengedöns. Na, ihr wisst, es gibt doch diese Verzauberungsmöglichkeiten. Und wenn man sich mit der Verzauberungsmöglichkeit richtig anstellt, dann, also wenn man Glück hat, sagen wir es einfach mal so, dann hat man das große Glück, dass man hier auch so Teile abbauen kann, mit nach Hause nehmen kann. Darauf wachsen Pilze natürlich gar extravagant. Extraordinär. Extra grandios. Löschen, brennen Sie Ihre letzte dämliche Stückchen Eisen. Der ich kriege gleich, hier mich einscheißen. Das war nicht beabsichtigt, sprach ich. So, jetzt hier nur Hähnchenschenkel rein. Komm, das kriegst du noch hin, los. Komm, mit ein bisschen Kohle schaffst du noch. Brennen, 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 brennen. Yay! Auf nach Hause! Moment, ich habe kein Boot. Scheiße! Ich muss hier mal gerade die Wand rausreißen. Ah, da stört doch niemanden. Vielleicht sollte ich die Axt dafür benutzen. Ja, da habe ich das so schön gebaut, ne? Alle, ja, ich war das ganz alleine. Da war sonst niemand dabei. Was denkt ihr denn alles? Und dann muss ich alles kaputt machen. Ich glaube, ich sollte mir mal gleich zwei Boote machen. Und dann ist mein Inventar voll. Toll. Nehme ich das noch mit? Und ich nehme das noch mit. Die passen auch noch in. Aha, yay! Dann nehme ich hier noch für eine Workbench alles mit. Jo! Tschüss, Haus. Ich werde dich vermissen. Es war sehr kuschelig hier. Jetzt geht's da zum Spawn. Genau da lang. Hä? Ich könnte schwören, das wäre das nächste nicht so leicht schräg gewesen, oder? Naja, ist ja auch egal. Ist auf jeden Fall noch ein extrem langer Heimweg, also freuen wir uns drauf. Unendliche Weiten. Der Weltraum. Ach Gott, da will ich nicht runter. Unendliche Weiten. Der Ozean. Gott. Ja, jetzt. Ich nenne mein Schiff Enter. Ich nenne mein Schiff Enterprise und ihr habt nicht gesehen, dass ich gerade aufs Boot versuchte. Ja, endlose Weiten. Der Meeresraum. Wir befinden uns hier an Bord des Bootschiffes Enterprise 01, Version 1, bald mache ich es kaputt und 02. Ich könnte mir wirklich zwischendrin mal so Wegmarkierungen machen, wie man zum Biom kommt. Ihr wisst schon was, Biom. So, ihr, du weißt schon, wer Biom. Oh, warte, geht aber. So. So, ich steig mal aus. Platsch. Sehr elegant. Mit viel Grazie. Pack jetzt hier mal so einen Moosstein hin, weil ich sonst nichts anderes hab. Geht doch. Machen wir mal hier in die Richtung so das dahin. Ja, ja. Auf zurück in die Enterprise. Los geht's. Warp 3. Mehr fliegt das Ding, schafft das Ding ja leider nicht. It's been a long road to getting from there to here. It's been a long time, but my time is finally here. And I can feel a change in the wind right now. Nothing's in my way. And they're not gonna hold me down no more. No, they're not gonna hold me down. Cause I've got face of the heart. I'm going where my heart will take me. I've got face to believe I can do anything. I've got strange of the soul. No one's going to blend or break me. I can reach any star. I've got face. I've got face. Face of the heart.
Das war doch das Intro von Enterprise. Also nicht der, nicht dieses, sondern ihr wisst schon, das andere Intro von der blöden See, also von der, ja, die war auch toll. Ist ja irgendwie so in die Richtung, ne? Ja. Ey, Enterprise, ich hab gesagt, du sollst am Raumdock warten. Fällt auch sonst nichts ein, was man hier machen kann. Ich höchstens das Lied immer wieder singen oder eine Seefahrt ist lustig, eine Seefahrt ist schön. Hey, da kann man was. Nee, das kann man auch gut singen. Oder nee. My honey is over the ocean. My honey is over the sea. My honey is over the ocean. Oh, bring back my honey to me. Bring back, oh, bring back my honey to me, bring back, oh, bring back my honey to me. Den Text kenne ich weiter leider nicht mehr, drum sing ich einfach irgendwas. Der Weg nach Hause wird lang sein, ja, yeah, das bringt uns Freude und Spaß. Freude und Spaß, ja, mein Gott, das fühle ich grad nicht. La, 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 Wasser, la, 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 la. Was kam, das war Gollum, das kann ja auch nichts für. Land, nee, doch nicht, sah nur so aus. So eine kleine Mini-Insel wäre schon süß, dann könnte ich da mal wieder so einen Pfeiler drauf machen, der mir weiß, dass ich da die richtige Richtung eingeschlagen habe. Ja. Ja, verstehen Sie, ja. Unglaublich, oder? Ja. Oh, guck mal, ein Krater. Da ist eine Insel! Eine Insel! Wo denn? Ich wäre möglichst gerade hier. Das habe ich aber sowieso schon verkackt, weil ich nicht wirklich gerade zurückfahre. Oh, Mann. Ja, so weit. Das wird so ewig dauern. Ich habe im Server auf der Server-Map nachgeguckt, wie weit. Und wie es scheint, haben wir in der Nähe sogar schon irgendwo ein Dorf generiert, aber das finde ich nicht. Habe einfach mal auf der Server-Map gespickt, wie weit ich von zu Hause weg bin. Und es ist echt weit. Wir sind jetzt bei minus 1400. Das geht ja noch. Also wenn ich erinnere mich auf meinem Survival-Server, wo ich mit meinen Freunden spiele. Da haben wir versucht, ein Pilzbiom zu finden und waren dann bei minus 14.000. Und unser Spawn war irgendwo bei minus 11. Hm? Ja, bisschen weit, ne? Wir sind dann in die Neta gegangen, weil wir alles dabei hatten und dachten, der Weg in der Neta wäre kürzer, aber dann starb ich in Lava. Ja, ist so scheiße. Und dann musste Anna den Weg ganz alleine nach Hause laufen. Nee, ganz so schlimm war es nicht. Ich habe ihr dann den... Ich habe mich dann dahin gecheatet. Ich meinte, elegant den Weg, ist das eine Mine? Das ist eine Mine, ich könnte runter... Da sind Spinnenwaben. Ich könnte theoretisch jetzt noch in ein Dungeon-Abenteuer eintauchen. Ich tue es aber nicht, weil wir jetzt diesen langen Weg nach Hause. Das Lied passt doch so voll, ne? It's been a long night trying to find my way. Been through the darkness. Now I finally have my day. And I will see my dream come alive at last. I will touch the sky. And they're not gonna hold me down no more. Now they're not gonna change my mind. Cause I will face all the hard. I'm going where my heart will break me. Ach, egal.